Herzlich willkommen nochmal beim zweiten Block auf Bühne 3 am dritten Tag der Voskis. Wir hatten leider ein kleines technisches Problem, aber nun wissen Sie auch, dass wir andere Musik auch auf Lager haben. Im ersten, in diesem Block geht es hauptsächlich um Rasterdaten und Fernerkundung, und Satellitenbilder gibt es ja inzwischen reichlich, kostenlos und auch in einer hohen Frequenz zur Verfügung, aber auch diese muss man qualitativ auswerten können. Und wie man das macht, und das Thema Bewölkung spielt dabei auch mal eine Rolle, das zeigt uns jetzt Andreas Rabe. Er stellt uns das QGIS-Plugin Force for Q vor. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, mein Vortrag hat den Titel Ein QGIS-Plugin zur Ableitung wolkenfreier Bildkomposite aus frei verfügbaren Landsat und Sentinel-2 Satellitenbildern. Das Plugin, die Hauptziele des Plugins waren für uns, dass wir eine einfach zu bedienende grafische Benutzeroberfläche erreichen wollten, wo man den kompletten Workflow von Datenimport über qualitatives Screening und die letztendliche Kompositbildung abhandeln kann. Und wir haben Wert darauf gelegt, dass das Datenmodell, die Datenhaltung lokal und dateibasiert ist, damit man dann auch mit externen Tools wie Skriptsprachen, Python, R und so weiter auf die Daten unkompliziert zugreifen kann. Also das Plugin ist nicht gedacht für die Massenverarbeitung von Daten, sondern eher zur wissenschaftlichen Voranalyse für Lehre, ja, für den akademischen Bereich. Als Einstieg wollte ich mal erstmal zeigen, was wir unter einem wolkenfreien Bildkomposit verstehen können. Also im Prinzip ein geschlossenes Bildprodukt, wo jegliche Artefakte, Wolken, Wolkenverschattung, Wolkenschleier, alles, was man üblicherweise nicht in seinen Daten für die weiterführende Analyse haben möchte, entfernt wurde. Und mit diesem Plugin, was ich heute vorstelle, kann man das erreichen. Force for Q hat einen großen Bruder, ist die Software namens Force. Das ist eine kommandozeilenbasierte Prozessierungsumgebung, die wirklich für Massendatenverarbeitung gedacht ist. Die enthält auch alle essentiellen Teilschritte, die in einer Fernerkundungsanalyse-Workflow-Kette enthalten sind, von der Wolkenerkennung, Co-Registrierung, atmosphärische Korrektur, topografische Korrektur, Datenwürfelerstellung, statistische Aggregation, Zeitreihenanalysen und weiterführende Analysen wie Trendanalysen, Veränderungsanalysen, Klassifikations- und Regressionsanalysen. Und ursprünglich hatten wir die Idee, dieses System direkt in QGIS anzubinden, und das Plugin sollte lediglich die grafische Benutzeroberfläche darstellen. Haben sich aber technische Probleme ergeben, die wir nicht umgehen konnten. Also das System ist rein Linux-basiert. Es gibt zwar eine Docker-Lösung dafür, aber wir haben keinen zufriedenen Weg gefunden, das an die Endnutzer, unsere Zielgruppe, was hauptsächlich Studenten sind und andere Leute mit wenig technischem Hintergrund. Da hat sich selbst die Docker-Lösung, die ja Cross-Plattform wäre, dann nicht bewährt. Und wir haben uns dann erstmal dazu entschieden, dass das Plugin eine Reimplementierung von einer Teilfunktionalität ist des ursprünglichen Force-Software. Und wir beschränken uns nur auf die Erstellung des eigentlichen Datenwirbels, also den Datenimport der Satellitendaten, die man sich frei herunterladen kann bei der ESA und der NASA, und dann die Ableitung der Bildkomposite. Das funktioniert dann jetzt halt in Python und Cross-Plattform in allen QGIS-Varianten. Mal als Einstieg, ein bisschen Überblick über die Daten. Also üblicherweise kriegt man von einem Datenprovider Satellitenbilder, kann man sich runterladen. Hier meine einzelne Landsatzszene. Der Sensor fliegt, der nimmt die Daten in einen Überflugfahrt auf, und man hat im Prinzip pro Tag so einen Pfad für so einen Sensor. Und wenn man sich über mehrere Tage sich Daten beschafft, dann hat man einen reichhaltigen Datensatz, der aber, wie man hier sieht, noch
nicht geeignet ist, um weiterführende Analysen damit durchzuführen. Da wäre nun der erste Schritt, Qualitätsmerkmale zu abzuleiten, also Wolkenbedeckung, Wolkenverschattung, Aerosolgehalte in der Atmosphäre. Und auf dieser Grundlage kann man dann gewisse Bildbereiche ausmaskieren, die man nicht haben möchte. Und wenn man das dann mit allen seinen Daten macht, die man verarbeiten möchte, dann erhält man für jeden Bildpunkt, das ist jetzt hier mal eine Zeitreihe, für ein einzelnes Pixel, also in den Sensorkanälen, erhält man dann eine Zeitreihe über die Zeit. Und wenn man sich dann für einen Zeitraum alle Daten nimmt und die aggregiert, zum Beispiel über eine Mittelwertsbildung, dann kommen wir zu unserem flächig geschlossenen Bildkomposit. So, in der Software hat man nun in der Eingabemaske die Möglichkeit zu definieren, welche Wellenlängen möchte man verarbeiten. Und das Plugin spezialisiert sich auf Landsat- und Sentinel-Daten. Habe ich hier mal einen Überblick über die Sensorwellenlänge gegeben, wo die auf dem elektromagnetischen Spektrum platziert sind. Und hier ist eine Zuordnungstabelle. Also wir haben dann Klarnamen definiert und hier sieht man dann für die verschiedenen Sensoren, welche Kanäle dann auf blau, grün, rot und so weiter zugeordnet werden. Und in der Benutzeroberfläche kann der Nutzer dann entscheiden, für welche dieser Kanäle er dann Bildkomposite ableiten will. Zusätzlich hat er die Möglichkeit, aus den Originalkanälen auch weitere Indizes abzuleiten, Vegetationsindizes wie den NDVI, den EVI und so weiter oder Tesselt-Cap-Komponenten. So, und dann wäre die einfachste Möglichkeit zu sagen, okay, für diese selektierten Komponenten, die mich interessieren, möchte ich jetzt die Daten lediglich screenen und eine wolkenfreie Zwischenergebnis bekommen, aber die Daten noch nicht verdichten. Also diese Daten würden sich jetzt eignen, um Zeitreihenanalysen zu machen. Für andere Analysen, wie zum Beispiel Klassifikationsanalysen, bräuchte man üblicherweise einen geschlossenen Datenraum. Da bietet sich jetzt an, Komposite abzuleiten. Und ein Komposit ist im Prinzip für einen definierten Zeitraum, hier unten in der gelben Box, alle Daten, die vorhanden sind, über eine Aggregationsfunktion miteinander zu verrechnen. Also in diesem Beispiel für Deutschland ein Mittelwertskomposit für drei Kanäle als Falschfarbdarstellung mal zu sehen. Neben Mittelwert kann man andere Funktionen benutzen, wie das Minimum, das Maximum, Standardabweichung oder auch Perzentile. Eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt lange Zeit rein hat, dann kann man ein systematisches Binning bekommen, zum Beispiel monatlich. Also hier ist für ein Jahr mal die verschiedenen monatlichen Komposite aller verfügbaren Landsat-Daten für das Jahr 2009 ist das, glaube ich. Da sieht man schon, in Abhängigkeit von der Jahreszeit ist auch die Datenverfügbarkeit unterschiedlich. Und selbst nach Kompositbildung hat man weiterhin Datenlücken. Das müsste man dann anderweitig auflösen, indem man zum Beispiel den Zeitraum, über den aggregiert wird, vergrößert. Oder versucht noch weiter andere Daten herunterzuladen. Im Hintergrund der Datenhaltung. Also auf der Festplatte werden die Daten in einem Tiling-Scheme organisiert. Die Original-Satellitendaten werden dabei zerschnitten in Kacheln, die systematisch durchnummeriert sind. Und die Reflexionsdaten werden in einem Rasterfile abgelegt und die Qualitätsinformationen werden im zweiten File abgelegt und das sind die Ausgangsdaten für die Kompositbildung. So, für den Endnutzer würde sich das wie folgt darstellen. Der würde sich die Daten kostenlos herunterladen können
über den Earth Explorer von der NASA für Landsat-Daten oder Sentinel-2-Daten vom Copernicus Hub. Wie man hier sieht, die Datenstruktur ist hier noch deutlich verschieden. Und während des Importschritts wird das halt vereinheitlicht, damit dann die Folgeschritte unabhängig von den Ausgangsdaten einheitlich stattfinden. Und alle Zwischenschritte kann der Nutzer jederzeit noch auf die Daten zugreifen, weil sie offen im Dateisystem liegen. So, nachdem der Nutzer alle Daten heruntergeladen hat, gibt es eine sehr einfache Eingabemaske, wo er den Download-Ordner angibt, wo die Szenen liegen. Und ein Output-Folder und dann gibt es ein vordefiniertes Tiling-Scheme, was wir verwenden, das sogenannte Glance-Grid-System. Das teilt die Erde in 7 Regionen auf mit jeweils eigener flächentreuer Projektion. Und der Nutzer muss dieses Detail im Prinzip nicht weiter kennen. Das wird dann auf Festplatte die Daten entsprechend strukturiert und können danach einheitlich weiterverarbeitet werden. So, hier nochmal ein Überblick, der komplette Ablauf. Also, wir haben jetzt unsere importierten Daten. Der Nutzer würde den Ordner angeben, wo die Daten liegen, könnte sagen, mit welchen Sensoren er arbeiten will, könnte noch den Raum einschränken, welche Region of Interest verwendet werden sollen, könnte noch einen globalen Filter für die Date Range angeben. Das vorhin schon gezeigte Qualitätsfiltering, könnte er sagen, welche Pixel er ausmaskieren möchte. Hier die Input-Features, Wellenlängen oder abgeleitete Indizes, dann welche Produkte abgeleitet werden sollen und ob noch ein Binning stattfindet. Und dann hat er noch Optionen, um den Output zu definieren, in welcher Auflösung gerechnet werden soll, wie resampled werden soll, falls die Auflösung gröber als die Quellauflösung ist. Ja, und als Output hat er dann pro Kachel eine lange Liste an Rasterfiles für Komposite, ist in dem Filenamen der Zeitraum definiert, die Auflösung und welche Aggregationsfunktion und was das Inputband war. Und für die Originalzeitreihen, wenn er nur lediglich maskieren will und nicht aggregieren will, dann ist das Naming Scheme im Prinzip analog zum Naming Scheme der Inputdaten. So, das war es im Prinzip erstmal, was man zu Phosphor-Q Benutzeroberfläche wissen muss. Die Daten, die generiert wurden, da würde ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen für 3 weitere Plugins aus unserer Abteilung. Zum einen dem Raster Data Plotting Plugin. Mit dem kann man die generierten Daten dann sehr schön in der Zeit visualisieren. Ja, also in QGIS kann man dann im Map Canvas sich einen Punkt auswählen, dann bekommt man das zeitliche Profil visualisiert. Ein weiteres Tool ist der Raster Time Series Manager. Mit dem kann man die Daten animieren. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem Tool, was es jetzt mittlerweile auch in QGIS gibt. Time Manager, glaube ich, nennt sich das. Aber halt noch ein bisschen anders. Und ein drittes Plugin, was ich gerne nennen würde, ist der IO Time Series Viewer. Hier ist der Fokus hauptsächlich darauf, verschiedene Zeitschnitte nebeneinander visualisieren zu können, was besonders hilfreich ist, wenn man Referenzdaten labeln möchte für weiterführende Analysen. Dieses Plugin ist von meinem Kollegen Benjamin Jakimo, der hat heute auch noch einen Vortrag. So, dann wäre ich auch schon durch. Ja, Andreas, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Wir haben auch schon die ersten 3 Fragen und wie immer geht es natürlich bei Satellitenbildern und Auswertung auch um die Performance. Deshalb die Frage, wie ist die Performance des Plugins, beispielsweise Rechenaufwand für ein wolkenfreies monatliches Komposit mit Abdeckung Deutschland? Das ist eine gute Frage. Das
wird lange dauern. Wenn man alle Daten verwendet, die es gibt für ganz Deutschland und für diesen Monat. Und das Hauptproblem, wenn man es über die GUI in QGIS ausführt, dann hat man noch keine Multiprocessing-Unterstützung, weil das in QGIS Multiprocessing nicht funktioniert. Aber es gibt die Möglichkeit, das ohne GUI auszuführen in einem Python-Skript. Und da könnte man dann auf einen großen Server zurückgreifen mit vielen Kernen. Und dann ist das auch in erträglicher Zeit rechenbar. Okay. Ich kann jetzt also leider keine Stundenanzahl, habe ich nicht parat. Liegt also am jeweiligen Setting, was vor Ort ist. Welche Informationen werden für die Wolkenmasken herangezogen? Zum Beispiel eigene Berechnungen oder zum Beispiel aus dem Wolkenband bei den Sentinel-2-Daten? Ja, richtig. Also die eigentliche Forst-Software, die rechnet diese Qualitätsinformationen selbst. Also die hat als Input Level-1-Daten. Aber das Forst4Q-Plugin, das lädt ja Level-2 Surface-Reflectance-Daten direkt vom Provider. Und da wird da von Landsat das Pixel-QA-Band verwendet, glaube ich, heißt es noch. Und bei Sentinel entsprechend die bestehenden Qualitätsmasken. Und es wird dann in das Schema, in dieses Schema hier überführt, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Bei Sentinel, die meisten Informationen sind da nicht verfügbar. Landsat-Qualitätsmaske ist da deutlich reichhaltiger. Also ist dadurch die Auswertung der Sentinel-Daten schwieriger oder wie löst ihr das? Ich glaube, die Qualität der Qualitätsmasken, die sind ist bei Landsat besser. Es ist zumindest mein letzter Stand. Ich habe da jetzt aber auch nicht den aktuellste Information. Ja, noch eine Frage zum Koordinatenreferenzsystem. Können andere CRS als GLANs verwendet werden? Ich versuche es gerade mal aufzumachen. Ja, also das Tool unterstützt beliebige Systeme. Wichtig ist nur, dass das in diesem Dateischema hier vorliegt, also durchnummerierte, die Kacheln durchnummeriert. Und dann würde das System die Ordner einfach nacheinander abarbeiten und es ist ihm egal, welche Projektion verwendet wird. Weil diese Daten müsste der Nutzer dann in seine Wunschprojektion bringen. Für den Import, den wir über die grafische Schnittstelle anbieten, haben wir hardcodiertes GLANs-System. Also prinzipiell ja, aber nicht auf der grafischen Oberfläche beim Import. Vielen Dank. Eine Frage noch. Werden beim Tiling auch die 20 Meter Sentinel-Bänder auf 10 Meter gerechnet, wie in Force? Nein, die Originalauflösung wird soweit beibehalten. Ach, Entschuldigung. Richtig, das geht alles in ein Raster. Da muss es dann eine einheitliche Auflösung geben. Da werden dann alle Daten auf 10 Meter gebracht. Alles klar. Vielen Dank, Andreas, dass du uns das Forst4Q-Plugin vorgestellt hast. Wir machen eine kleine Pause und sind um 11:30 Uhr wieder für Sie da.